Hallo, mein Name ist Matthias Kneipp, ich bin Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt und möchte euch heute die Ausstellung Goll, Polens Fußball schreibt Geschichten vorstellen. Die Ausstellung wurde vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt konzipiert, gemeinsam mit dem Büro für Erinnerungskultur. Die Ausstellung gibt auf 11 Tafeln einen Überblick, vor allem über die legendäre Mannschaft Polens in den 70er Jahren, steigt ein mit einer Tafel Anfang der 70er Jahre über die Qualifikation Polens für die Fußballweltmeisterschaft und zeigt auch, wie Polen 1972 ohne Niederlage sich zum Olympiasieger küren ließ. Mit dieser Mannschaft der Superlative, wie sie hieß, kam man dann zur Weltmeisterschaft 1974 in München mit legendären Spielern, die wir auch hier auf einer Tafel präsentieren, Kazimierz Dejna, Włodzimierz Lubański und natürlich den berühmten Trainer Kazimierz Górski. Natürlich darf die WM als Höhepunkt dieser Mannschaft nicht fehlen, die ungeschlagen bis ins Halbfinale kam und dann, das zeigen wir auch hier auf 2 Tafeln, in der legendären Wasserschlacht von Frankfurt leider das Finale verpasste und trotzdem einen großen Erfolg hingelegt hat. Natürlich widmet sich die Ausstellung auch den Auswirkungen der Rezeption dieser Mannschaft in Polen von 1970 bis 1976 beziehungsweise dann von 1976 bis 1982 und zeigt auch, wie der politische Kontext dieser Erfolge wahrgenommen wurde und wie die Mannschaft politisch für Furore sorgte im damaligen kommunistischen Polen. Ja, hier sehen wir auf einer Tafel auch noch ein paar Bilder von der Wasserschlacht in Frankfurt und dann auch die späteren Stars von Polen, Zbigniew Boniek, der vor allem dann 1978 bei der Weltmeisterschaft und 1982 Karriere machte. Die ganze Ausstellung ist eng verbunden auch mit meinem Vater, der Anfang der 70er Jahre die Mannschaft dolmetschte und aus dieser Zeit sehr viele Geschenke von den Spielern bekam und auch einen Brief von Kazimierz Górski erhielt, weil er sich mit Górski 1972 auch in Regensburg getroffen hat. Diese ganze persönliche Geschichte hat dazu geführt, dass wir auch viele Originale haben, zum Beispiel hier ein Trikot von Włodzimierz Lubański aus der damaligen Zeit signiert oder die Endspielhose von Kazimierz Dejna. Ja, und später kam auch noch ein signiertes Trikot von Robert Lewandowski dazu. Die Ausstellung endet hier mit ein paar Utensilien aus der damaligen Zeit, mit signierten Wimpeln, Eintrittskarten, Menükarten, wie sie damals gegessen haben, 72 bei der Olympiade. Aber auch hier im Institut finden wir verschiedene Bücher und Panini-Alben, die die Ausstellung abschließen, ebenso wie ein signiertes Foto der Mannschaft von damals und Ausschnitten aus den Spielen. Wir laden sehr herzlich dazu ein, diese Ausstellung zu besuchen. Sie ist natürlich auch ausleihbar am Institut. Wer Interesse hat, kann sie sich bei uns ausleihen, was die Tafel angeht. Dankeschön fürs Zuhören und herzlich willkommen nach Darmstadt ans Deutsche Polen-Institut zur Ausstellung Goll, Polens Fußball schreibt Geschichten.